So, Hallöchen, ich hau jetzt diese Woche gleich das zweite Video raus mit Reckless, dem neuen Teil, das goldene Garn von Cornelia Funke, nachdem ich ja gerade vorhin, Vorsicht, Schwiegermutter präsentiert habe, auch sehr gut, by the way. Aber kommen wir direkt zu diesem Buch. So, ich habe mir jetzt schon eine Weile überlegt, wie ich hier anfange zu erzählen, weil das Ganze ja doch etwas komplizierter ist. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, andererseits, gut, ich sag gleich mal zu Anfang, gutes Buch, aber ganz klar, fangt nicht mit diesem Teil an, das wird nichts, keine gute Idee, ganz blöd. Auf jeden Fall zuerst den ersten Teil dieser Trilogie, bei einigen Trilogien, oder hier werden es noch mehr als drei Bücher, bei einigen Reihen geht das ja, dass man mittendrin anfängt, aber hier definitiv nicht. Daher, für alle, die den zweiten und ersten Teil noch nicht kennen, ihr könnt dieses Video jetzt leider hier abschalten, es bringt euch rein gar nichts. Für alle, die ersten beiden Teile kennen und darüber nachdenken, weiterzulesen, könnt ihr jetzt hier weiterschauen. Gut, kommen wir mal zur Handlung. Also, Jacob hat es geschafft, den Feenfluch zu brechen und er flüchtet sich jetzt aber aus gegebenen Anlass in die Menschenwelt zusammen mit Fuchs. Dort trifft er dann einige Bekannte, unter anderem den Elf, der ihn noch an einen alten Handel erinnert. Allen, die ersten beiden Teile gelesen haben, sagt das sicherlich etwas. Es beginnt dann eine wilde Reise und diesmal geht es in Richtung Russland, weit in den Osten. Russische Märchen spielen eine Hauptrolle. Clara ist in einen Dornröschenschlaf gefallen und muss aufgeweckt werden und Will hofft natürlich auf die Rettung und beginnt aus diesem Zweck den L11 zu verfolgen. So, wo machen wir weiter? Das Buch ist noch nicht der Schluss der Reihe. Zur allgemeinen Überraschung wird es wohl noch weitergehen. Dennoch ist es ein sehr guter Teil und wieder sehr packend geschrieben. Der Stil von Cornelia Funke hält weiter an, wie in den ersten Teilen und auch ihren sonstigen Büchern. Es ist sehr flüssig, es ist gut zu verstehen. Es ist nicht ganz so actionreich wie die ersten beiden Teile, sollte aber dennoch sehr unterhaltsam bleiben. Vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, je nach Leser, sind die vielen parallelen Handlungen, die auch alle miteinander verknüpft sind und der Plot dadurch teilweise etwas verwirrend sein kann. Man muss vielleicht nochmal zurückblättern, nochmal kurz eine Seite zum zweiten Mal lesen, gerade wenn ein neues Kapitel anfängt, um sich klar zu werden, was da jetzt eigentlich abgeht. Aber für Leute, die sich, die belesen sind, die häufiger solche Bücher lesen, ist das gar kein Problem. Insofern, ich werte es jetzt mal nicht als Minuspunkt. Ich hatte bereits gesagt, russische Märchen, dort spielt es diesmal, die Geschichte und die Umwelt ist dementsprechend angepasst, es ist sehr gelungen, ich will jetzt auch nicht zu viel wegnehmen, mein Leser wird das dann selbst erfahren. Wir haben wieder die Illustrationen, wie auch in den ersten beiden Teilen, ich schaue mal, ob ich das hier gerade kurz finde. Wir haben hier zum Beispiel schon direkt auf der ersten Seite so eine Zeichnung drin. Wir haben wieder eine Karte, sehr praktisch, braucht man. Wir haben hier wieder Zeichnungen. Sie sind etwas kleiner geworden als im ersten Teil, aber etwa gleich groß wie im zweiten Teil. Und auch immer noch hübsch gemacht und angenehm zur Begleitung. Cover, das zähle ich ja bei mir auch immer rein, trotz aller Kritik daran, ist auch durchaus gelungen. Es ist ansprechend, passt alles sehr gut zusammen, die Farben sind angenehm, es macht sich gut im Regal. Einziger Kritikpunkt ist wirklich, dass man eine Zusammenfassung am Anfang anlegen sollte. Es wird leider nirgendwo nochmal zusammengefasst, man steigt direkt in den dritten Teil ein und es würde doch deutlich einfacher werden, wenn jetzt, wie zum Beispiel bei der Reihe Eragon, am Anfang immer nochmal kurz steht, was bisher geschehen ist. Das wird einfach helfen, wieder reinzukommen. Die Bücher brauchen ja mal eine Weile, bis sie erscheinen. Das wäre klasse. Gut, von mir eine Leseempfehlung durchaus, eine Kaufempfehlung je nach Geschmack. Ihr solltet es euch auf jeden Fall mal anschauen. Gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt langsam dann in den meisten Büchereien. Das Ganze ist für 19,99 € in Deutschland und für 20,60 € in Österreich erhältlich. Also wieder die üblichen Preise für ein festgebundenes Buch. Sehr praktisch. Wir haben hier wieder so einen Bensel zum Lesen. Das mag ich immer ganz gerne bei diesen Büchern. Und das ist glücklicherweise auch nicht so einer, der ganz so schnell kaputt geht. Der hält ein bisschen was aus. Ja.
Vielen Dank an Dressler bzw. Cornelia Funke für das Buch. Mich sehr gefreut, war sehr gut zu lesen. Entschuldigt, dass die Rezension so grausam verspätet war. Ich empfehle allen mal reinzuschauen und freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. Bis dann, tschüss!